Mein Name ist Manfred Heining und ich bin seit Anfang Mai hier im Altenheim. Ich habe erst relativ spät eigentlich mit der Imkerei angefangen. Das heißt, ich hatte früher die Bienen zu betreuen, von meinem Vater zu betreuen. Mein Vater war Oberschenkel amputiert vom Krieg her. Und der konnte zum Beispiel keine Schwärme einfangen. Und da musste man ihm immer helfen, damit er die Bienen auch betreuen kann. Und da haben wir als Kinder und dann auch als Erwachsene eben mithelfen müssen. Als junger Mensch waren wir nicht so begeistert, bei den Bienen zu arbeiten oder mit den Bienen zu arbeiten. Man ist immer wieder mal gestochen worden und so weiter. Das hat also damals keinen Spaß gemacht. Jetzt spürt man das überhaupt nicht mehr. Ganz neu bin ich nicht. Ich war früher ehrenamtlich hier tätig, um mit den älteren Leuten die Leute zu beschäftigen, mit ihnen zu arbeiten. Und hier geht es mir sehr gut. Ich kannte das Heim und dass ich hier mal meinen alten Sitz vielleicht verbringen kann. Super. Die Leute gehen auf einen ein, die kümmern sich um mich wirklich. Besser kann ich mir es eigentlich nicht wünschen. Zeit hätten sie wahrscheinlich weniger, die nehmen sich die Zeit. Und ich komme also sehr, sehr gut mit den Leuten zurecht. Wenn ich sie brauche, kommen sie und sind da und kümmern sich optimal um einen. Ich fühle mich hier bestens aufgehoben.